Ja, ganz schlau werde ich nicht aus der Karte. Achso, das Rote ist irgendwie die Lavaquelle mit dem Brückengang oder so. Ja. Nee. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Gib sie uns zurück. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Komm mit, komm mit. Ach hier, nee, da waren wir schon dran, verdammt. Der dunkle Gott gab mir die Macht, die Titanen zu erkennen. Er gab mir die Macht, ihnen gegenüberzutreten. Er gab mir die Macht, sie zu unterwerfen. Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich ihrer Kräfte. Sie schufen Materie, wie ich ihnen befahl. Mächtige Werkzeuge für den Kampf, Waffen, um sie alle zu beherrschen. Gut, noch mehr Geschichte. Finde ich natürlich interessant. Wo ist denn jetzt der gute Inquisitor hier? Wir kriegen Erfahrung. Da ist er. Gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Da haut er ja einfach alles mal um. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Alles klar, Vince. Dann mach das doch mal. Ich wollte eigentlich nur die Echsenmenschen hier ein bisschen plündern. Haben die einfach mal hier eben aufgeräumt. Wer glaubt das denn? Ja, Ursegor. Komm mit. Da war auch noch etwas. Steinplatte, Amulett. Ja, ich glaube, wir zücken mal hier die Fackel. Das ist ein bisschen zu dunkel hier bei mir. Worauf wartest du? Ja, schon auf dem Weg. Hätt's doch nicht so. Dann müssen sterben. Alle. Ja. Hier ist es. Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Nun gut, dann machen wir das natürlich auch. Und ich höre noch mehr Viecher, wo sind die denn alle versteckt? So, hier war das Amulett. Haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Nein. Wo ist denn der gute Vince? Doch, da war was. Nee, doch nicht. Na, na. Ach, da ist der gute Vince. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl! Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich, der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. Gut, Vince. Oh, hier haben wir noch mehr Geschichte. Ich bin Ursigor, der Verdammte. Dies ist die Festung, die nach meinem Befehl erbaut wurde. Doch nun wurde sie zu meinem Grab. So werde ich mit dem Titan ruhen bis zum Ende aller Tage. Ursigor ist irgendwo in diesem Tempel begraben. Okay, da macht mir ja keine Sorgen, dass Ursigor hier irgendwo begraben ist, aber mit dem Titanen? Oh, ein Altar. Haben wir eine Büste? Oder vielleicht hat der Inquisitor die hier. Gehen wir mal eben kurz wieder runter. Hin und her gelaufen hier. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Alles klar, dann lauf mal vor. Ja, Ursegor, der Herr der Titanen, hat die Echsen befehligt und diesen Tempel, oder was das hier sein soll, unterm Vulkan erbaut haben. Hier, siehst du diese Tür? Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Alles klar, alte Büste erhalten. Dann machen wir das natürlich. Automatische Speichern. Büste, Büste. Da bist du. Ach, war ja klar. Deswegen bereit machen. Okay. Ja.
Inquisitor auch noch. Nee, nicht den Inquisitor. Oh, oh, Vorsicht, ja. Komm, hauen um. Jawohl. Moment, erstmal die gute Fackel wieder hier in die Hand. Sieht man ja nichts. Ah, hier war doch ein Schwert. Da. Und der Tattoo, der kloppt sich weiter. Der kloppt auch Tag und Nacht hier. Wir plündern mal in aller Ruhe. Ich denke mal, der Inquisitor kommt klar. Bevor uns aber natürlich was passiert, werden wir mal eben hier einen Heiltrank zu uns nehmen. Dann gehen wir doch mal gucken, was der da macht. Priester. Ja, gut gemacht. Wusste ich es doch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Du musst weiter. Das heißt, wir müssen die lesen, ja? Aber erstmal das Echsenschwert. Ne? Das ist auch ganz schön mit der Fackel. Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Oh Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Okay, dann machen wir das natürlich. Hier ist auch nichts mehr. Mein letzter Befehl. Was war denn sein letzter Befehl? Das interessiert mich jetzt. Ich meine, die Geschichte ist ja auch richtig cool gemacht. Ich weiß ja nicht, wie findet ihr denn die Geschichte? Ich finde sie ja richtig gut. Die Büste mitnehmen. Das ist eine schlechte Idee. Nein. Aber jetzt haben wir auch die Quest hier. Gut, wir könnten jetzt hier runter weitergehen. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Ich habe nämlich Folgendes vor. Wir laufen jetzt erstmal hier nochmal eben kurz zurück. Wir müssen nämlich dem Druiden Bescheid geben. Aber wie müssen wir dann den ganzen Weg wieder hier reinlaufen? Ich glaube ja. Dann laufen wir erstmal weiter mit dem Inquisitor. Ich hoffe, das geht jetzt nicht in die Hose. Aber wir können dem Eldrick auf jeden Fall Bescheid sagen, was es hier mit auf sich hat. Wir speichern hier einfach mal vorsichtshalber mal. Bis dann. Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Was sollen wir machen? Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. Ich werde die Leute vor dem Tor versammeln. Ja, gut, dann macht das mal. Der Wind hackt hier weiter. Ein kleines Loch. Ja, die gute Nautilus-Verwandlung, wie? Machen wir natürlich mal eben einen Mana-Trank und dann... Wo haben wir sie denn? Da ist er. Ich hoffe, der Wind, der hackt uns hier nicht einen rein. Oha. Die Krypta erreicht. Oh, jetzt mal schön verstecken. Da war... Hier mal bitte zurückverwandeln, jawohl. Oh, ein Smaragd, wie nett. Noch eine Steinplatte, oh. Ich glaube, leise kann man sich hier nicht fortbewegen. Das bringt gar nichts. Wir müssen hier kämpfen. Das heißt, wir rufen unseren guten Fred zu uns. Speichern dann mal und würde ich doch sagen, auf ins Gefecht. Komm mal her, ja. Jawohl. Ah ja, ja, wo müssen wir denn jetzt hier entlang? Haben wir noch die Karte? Ja, natürlich haben wir die noch. Also hier geht es irgendwo weiter, so viel steht fest. Und das Tor war ja hier. Das heißt, wir müssen genau in die andere Richtung. Nun gut, ein Altar. Nee, wir haben ja keine Büste mehr. Eieiei, hier ist ein Stufenaufstieg. Ei.
Ja! Hey. Zack, das war's mit dir. Wir haben natürlich einen sehr undankbaren Job hier bekommen. Dass wir uns wieder darum kümmern dürfen. Den Ghoul. Und komm mal her, Ghoul, hier. Dich nehmen wir natürlich direkt mit. Zack, da war auch direkt hinüber. So, hier haben wir... Ja, ja, komm mal her. Jawohl, den haben wir auch. Da war aber, glaube ich, noch einer irgendwo. Achso, hier ist das Tor, ja? Ne, die Zugbrücke oder wie auch immer. Na nun, von hier kriegen wir sie auf jeden Fall nicht auf. Ei, sag ich doch, da war noch einer. Ach, ein Torwächter. Haha. Hat er einen Schlüssel dabei? Jawohl, Schlüssel. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Ey, du da drin, komm mal raus hier. Ein untoter Krieger. Oh. Also leben die Echsen auch ewig? Ist das wieder so ein Fluch hier? Ich weiß es ja nicht. Jetzt gucken wir uns hier mal eben um. Bringen wir so einen Heiltrank hier zu uns genommen. Vielleicht finden wir ja noch so das ein oder andere schöne Teil. Ich meine, wenn es schon eine Krypta ist, ja, den Ghoul nehmen wir natürlich auch mit. Ah, hier ist ja noch einer. Komm her. Aha. Na, Taste davon. So. Auch mal hier eben umgeguckt. Nee, leider gar nichts. Aber immer noch Viecher. Ach, jetzt sehe ich es ja erst. Oben geht's auch weiter. Alles klar. Oh, hier ist wieder so ein Altar und da unten ist eine Tür. Okay, ein Gitter. Ach, wer steht da denn? Also wir müssen auf jeden Fall eine Büste finden. Damit wir da weiterkommen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hochkommen. Ach, da kommen wir hoch. Jetzt gehen wir aber erstmal kurz auf die andere Seite. Das interessiert mich schon. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ja. Oh, das sind aber nur einige. Ach, hier ist auch wieder so ein Altar. Oh, da drin sehe ich aber irgendwie gar nichts. Wo die Räume hinführen. Und wieder ein kleiner Ghoul. Na komm. Ja. Kurzen Prozess mitgemacht. So, was haben wir hier drüben noch? Oh ne, der Priester ist gar nicht gut. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Der Priester knallt uns bestimmt mit Feuerbällen hier rein. Ich mache es jetzt einfach mal. Wir haben natürlich jetzt nicht gespeichert. Der Fred macht das schon irgendwie. Wo ist denn der Priester? Verdammt. Ja, es war klar, die kommen jetzt. Wie weit können wir zurücklaufen? So weit, alles klar. In den Fuß reingeschossen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Komm her. Boah, wollte er uns direkt einen reinhauen hier. Jawohl. So. Bleibt ja eigentlich nur noch der Priester übrig. Der hat wohl aber keine Lust, wie es ausschaut. Hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Kümmern wir uns noch jetzt um den Priester. Da hinten steht er doch. Ich weiß nicht, sollen wir es mit dem Fernkampf machen?
Oder kassiert auf jeden Fall gut Schaden. So viel steht fest. Na komm, schieß schon. Komm. Na, der hat wohl irgendwie keine Lust. Ja, wer nicht will, der hat schon, ne? Komm her. Aber was machst du denn da? Oh, jetzt schießt er. Wusste ich's doch, du Krabsack. So, vorbei mit dir. Ach, was liegt denn hier? Achso, das rostige Schwert vom guten Fred. Oh, und da unten ist noch einer. Nun gut, und hier haben wir schon wieder eins. Kann ein Schloss und wir haben den Schlüssel. Okay. Naja, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon alles viel zu früh ist. Ich glaube, wir öffnen lieber mal die Zugbrücke, bevor wir hier weiter rumgucken. Also mal hurtig zurück. Ich meine, war ja nur ein Weg hier auf der linken Seite, der nach oben geführt hat. Genau, automatische Speichern finde ich ja super. Fred, komm her, wir brauchen deine Hilfe. Komm her, Fred. Hier sind noch ein paar Echsen. Die Hälsen sind es ja nicht. Boah, die hauen immer noch so rein. Boah, hör mal. Komm, Fred, hau drauf. So. Das sind wahrscheinlich die, die wir die ganze Zeit gehört haben. Jetzt nehmen wir natürlich wieder ein paar Heiltränke zu uns. Und ich höre noch mehr. Ah, wo die sich wieder alle verstecken. Und hier oben sind auch noch Gänge. Ja, alles klar. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier oben noch? Kommt direkt wieder der Forscher dran. Zum Vorschein. Aber irgendwo müsste es ja aufgehen hier für unsere Leute. Oh ja, da haben wir noch welche. Jawohl, den haben wir. Wer kommt denn da noch? Noch ein Krieger. Oh nee, da war ein Priester. Ja, ja. Müssen wir natürlich aufpassen. Oh, komm rein, schnell, schnell, schnell. In den Nahkampf, jawohl. Jawohl, das hat gut geklappt. Also Fred vorschicken ist immer gut. So, mal eben die Fackel. Eine Steinplatte, da hinten leuchtet was. Aber erstmal nehmen wir die natürlich aus. Gutes Schwert und noch ein Schwert, jawohl. Wieder ein Amulett. Jetzt haben wir schon zwei gefunden. Vielleicht ist da echt was Gutes dabei. Schauen wir nachher auf jeden Fall. Und hier liegt sonst nichts mehr. Ja, alles klar. Ja, dann geht's so einfach mal weiter hier den Weg entlang. Irgendwo muss ja die Öffnung sein. Ach, hier. Da ist die Winde. Jawohl, ja. Jetzt kommen die Jungs rein. Das ist gut. Öffne die große Zugbrücke. Haben wir getan. So, und da laufen sie auch schon. Hätten wir das mal vorher getan. Die würden nämlich jetzt alles umhauen hier, glaube ich. Genau so sieht's aus. So, dann machen wir hier noch einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.